Weil ich bin ja schon ganz aufgeregt. Kriegst du es mit? Da drüben steht das nächste Paar bereits da, nämlich Paar 04. Marco Angelini und Maria Sandner. Und die tanzen, man sieht ihnen an, ihren Lieblingstanz, den Wiener Walzer. Das war der Lieblingstanz. Das könnte eventuell schon der letzte Tanz gewesen sein, falls es nicht weitergeht mit dem Showtanz. Wie fühlt sich das an? Ja, oder? Ich glaube, mit dem Wiener Walzer, wenn man wirklich ausscheiden sollte, dann kann man glaube ich, würdig abtreten. Aber ja. Wir haben noch einiges vor. War es schnell abzurufen, die Choreografie? War die schnell wieder da? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, eher nicht. Also, wir müssen das schon noch immer wieder auftrainieren. Weil so schnell geht es dann doch nicht. Beim Tanzen bin ich ziemlich vergesslich. Naja, aber es war ja jetzt tipptopp, kann man ja jetzt nicht meckern. Ich habe heute übrigens die Dancing Stars auch noch gefragt, welche Dinge werdet ihr nach Dancing Stars am meisten vermissen? Und ich möchte Bolasch gratulieren. Du bist auf Platz 82. Hey! Yeah! Egal, wie war der Wiener Walzer? Ja, ich schwanke mit meinem Urteil, mit meiner Meinung zwischen, ja, kitschig oder mutig. Ja, weil an und für sich in Österreich, mit einem österreichischen Tanz, mit einem Wiener Walzer, quasi um den finalen Einzug zu betteln, könnte mal auch kitschig sein. Aber wenn ich mir überlege, ob ich beim ungarischen Dancing Star das wagen täte, mit einem Chardash aufzutreten, dazu täte ja ein bisschen Mut brauchen, weil die Leute können ja und wissen ja, wie Chardash ausschaut. Ja? Und hier in Österreich weiß ja jeder, wie Wiener Walzer ausschaut. So ist der Vergleich für jeder sichtbar. Seien die so gut, dass die die Finale verdient haben, oder versuchen, den glitschigen Weg zu gehen. Ahnung, was immer. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was er da ist. Also ich finde, ihr habt nicht gebettelt um den Einzug, sondern ihr habt getanzt. Und das ist ja schön. Den Wiener Walzer ja auch nicht ausgewählt, wenn ich mir nicht gedacht hätte, dass der Marco das souverän löst. Die ehemalige Weltmeisterin weiß es ja. Hannes. Die Energie zwischen dem Paar, die muss eigentlich stimmen. Mittlerweile wissen wir, dass es stimmt. Eines positiv vermerkt, kein Zählen mehr vom Rhythmus. Ja,
No? 1, 2, 3, das brauchen wir nicht mehr. Ist klar, das gibt keine Synkopen. Es war eigentlich fast wie Poesie am Parkett. Wow. Danke sehr. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dann zähle ich einfach weiter. 1, 2, 3, Meister Thomas ist dran. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, das war ein astreiner Wiener Walzer und ich sage heute, er war noch eine Spur besser. Wow. Als das letzte Mal. Danke. Und zwar, die Haltung war noch ein Äußerl besser. Und im Linksweizer auch das Rechtsleckerl. Beeindruckend, gratuliere. Es war Dankeschön. Wirklich ein schöner Wiener Walzer. Dankeschön, was hat er gemacht? Am Linkswalzer habe ich noch gearbeitet. Am Linkswalzer auch noch gearbeitet. Das hat mich mit Marco beschäftigt, was er da falsch gemacht hat. Und ich wollte extra nur auftrainieren. Im Finale muss man natürlich immer besser werden. Nicole. So ist es. Ja, ich ja auch. Ich bin ja letztes Mal auch schon kaum zum Schwärmen herausgekommen, weil ihr so schön getanzt habt. Und ich kann dem echt nichts dazufügen. Es war wieder wunderschön, ihr Turteltäubchen. Wunderschön. Danke sehr. Danke. Marco Angelini und Maria Sandner. Danke. Haben beide Tänze hinter sich. Hat das gereicht, um im Rennen um den Siegertitel zu bleiben? Es liegt auch in ihren Anrufen und SMS. 09010-59-09-04. Wunderschön. Also ich glaube auch die Österreicher, die jetzt kennen nicht alle Österreicher einen tollen Wiener Walzer. Das ist ein wunderschöner, also ein wunderschöner Walzer. Also ich habe gar keinen Tanz kennt vorher. Und alle kennen sie dann. Und kitschig, okay, das kann ein bisschen auch am Kleid liegen. Das stimmt, ja, das Wasser. Ja, das, da kriegt der Diabetiker schon beim Hinschauen einen Zucker schon wieder. Jetzt, falls ihr unter die letzten zwei kommen solltet und dann auch den Showtanz zeigen dürft, was können wir uns da erwarten? Ein bisschen konkreter, was wird im Ballroom passiert, wird da umgebaut, welche Kostüme, gibt es eine Geschichte? Auf jeden Fall gibt es da eine Geschichte. Wir haben da lange überlegt und ich habe da sehr lange überlegt und mir war es wichtig, einfach da wirklich Herzblut da reinzulegen. Haben wir das so gedacht, dass ich entrümpel quasi meinen Dachboden und finde dort, ja, schwelg dort in alten Erinnerungen, möchte nicht sagen in welchen. Und das Ganze soll so ein bisschen eine Lebensgeschichte von mir sein, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Castingshows und nicht Castingshows. Und soll das schöne Ende nehmen bei Dancing Stars. Und unterlegt ist das Ganze mit einer wunderschönen Musik von Reinhard Fendrich, weil es da Herz ist wie ein Bergwerk, also wirklich eine super Nummer. Ich glaube, die kann gar nicht besser passen wie zu uns und zu den ganzen Showdance. Und ja, ich würde mich wirklich, wirklich wahnsinnig freuen, wenn uns die Leute draußen die Chance geben würden, dass wir den tanzen dürfen, weil es geht mir wirklich sehr neu, alles da. Und ich bin noch nie so angekommen gefühlt in meinem Leben wie zuvor. Und der Showdance, ja, der spiegelt es wieder. Ja, da sind jetzt alle geschmolzen draußen. Was soll ich da sagen? Ihr habt vor zwei Wochen für den Wiederwalzer 34 Punkte, euer persönlicher Rekord, bekommen. Dann schauen wir doch einmal, wie es diesmal ausschaut. Die Punkte bitte. Bollasch. 8. Danke. Hannes. 9. Thomas. 10. Und Nicole. Natürlich 10. Natürlich 10, sagt sie. 37 Punkte. 37 Punkte. Da fällt schon. Ah? Brav ist er, brav. Brav, bitte setzt euch nieder und entspannt euch.